Obdachlose sammeln Pfandflaschen. Dieses Projekt am Hamburger Flughafen ist ein großer Erfolg. Vor den Sicherheitskontrollen stehen Sammeltonnen, kennen Sie vielleicht. Und in die kann man ja die Getränkeflaschen schmeißen als Fluggast. Und 4 ehemals Obdachlose leeren die Tonnen aus und sortieren das Pfandgut. Für die Männer ist dieser Job ein Neuanfang im Berufsleben. Sie arbeiten Vollzeit und werden nach Mindestlohn bezahlt. Noch im Sommer lebte Jaroslav Wesolowski auf der Straße, hatte keine Arbeit, keine Wohnung, keine Perspektive. Heute ist er Leergutbeauftragter am Hamburger Flughafen. Dank der alten Flaschen begann für ihn ein völlig neues Leben. Keine Sorgen mehr. 8 Stunden arbeiten, dann nach Hause, warmes Essen, Fernseher. Jahrelang hatte der gebürtige Pole versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, doch ohne Erfolg. Nach Hartz IV kam die Straße. Ohne Meldeadresse gibt es keinen Job. Ohne Job kein Geld. Kein Geld, keine Wohnung. Und so ist das Kreis. Kann man nichts machen. Um zu überleben, verkaufte er früher das Straßenmagazin Hinz und Kunst. Von einem Sozialarbeiter der Obdachloseneinrichtung erfuhr er von dem Job am Flughafen. Aus dem Straßenverkäufer wurde ein angestellter Flaschensammler, der jetzt nicht nur einen Job, sondern auch eine Wohnung hat. Es hat natürlich auch sowas wie eine Leuchtturmfunktion für die anderen Verkäufer. Wir versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen für Obdachlose, ehemals Obdachlose, die es einfach schwer haben auf dem Arbeitsmarkt und es recht auf dem Wohnungsmarkt. Spende dein Pfand heißt die Aktion auf dem Hamburger Flughafen, wo täglich Hunderte von Flaschen im Müll landen, weil die Fluggäste sie aus Sicherheitsgründen nicht mit an Bord nehmen dürfen. Jetzt werden die Sammeltonnen regelmäßig geleert und die Flaschen sortiert. 75.000 sind es seit Anfang September. 4 Stellen konnten dadurch am Flughafen geschaffen werden. Wir haben natürlich in der Öffentlichkeit unheimlich viele positive Reaktionen. Wir haben bei unseren Mietern und Partnern erstmal Stirnrunzeln gehabt, inzwischen ganz viel Akzeptanz. Die Mitarbeiter gehören einfach zum Flughafen. Das Positive an diesem Projekt ist, dass wir aus Müll, das war es vorher, jetzt etwas Vernünftiges machen. Dass wir Arbeitsplätze finanzieren, dass der Müll nicht einfach weggeworfen wird, verschwindet irgendwo, sondern dass wir es einem sinnstiftenden Zweck zuführen können. Auch Klaus Petersdorfer und Uwe Tröger gehören zur Crew der Flaschensammler. Auch sie hatten vorher ihr Leben durch den Verkauf des Straßenmagazins Hinz und Kunst bestritten. Die Anstellung ist für sie seit langem der erste richtige Job. Es gibt ja wenig Geborgenheit. Du weißt jetzt einmal im Monat, kommt fix was. Es ist eigenes verdientes Geld, fühlt sich immer anders an. Zack, das ist meins. Haben wir angefangen mit 3 Leuten, jetzt sind wir ja schon 4 Leute. Im Sommer vielleicht brauchen wir noch mehr. Dann trinken die Leute auch mehr und sind noch mehr Flaschen unterwegs. Ja. Aber die fliegen auch im Urlaub mehr. Das Recyclingunternehmen der Grüne Punkt holt die sortierten Flaschen regelmäßig ab. Vom Pfandgeld werden dann die Gehälter bezahlt, die knapp über dem Mindestlohn liegen. Es ist ein Kreislauf, der gut funktioniert, denn alle profitieren davon. Vor allem aber Jaroslav Wesolowski und seine Kollegen. Tolles Projekt, absolut.